Dankeschön. Sehnsucht nach Rosenduft. Halleluja. Ja, einmal habe ich in der Nazareth-Kirche, ja, habe irgendwo so einen Rosenduft gekauft und da gehe ich raus und eine Frau spricht mir auf der Straße an, wo haben Sie diesen Duft gekauft? Und ich wusste gar nicht mehr und ich weiß auch nicht. Und ich suche Rosenduft. Halleluja. Rosenduft. Dass ich Freude habe und Frieden habe und die Liebe Gottes habe, verstehst du, Rosenduft. Preis dem Herrn. Sehnsucht nach Freundlichkeit, Sehnsucht nach Liebe, nach Güte, nach Barmherzigkeit. Und das ist, was wir haben. Und wo findet man das auf dieser Welt? Ja, heute werde ich über das Essen sprechen. Nicht erschrecken, ja, über das Essen sprechen. Ja, ich weiß nicht, ob du heute gut gefrühstückt hast, heute Morgen, aber es ist eine ganz wichtige Sache. Man wird stark durch starke Speise. Ja. Menschen sind immer dort, wo es zu essen gibt. Also wenn man angeln, dann muss man da, wo ein Fluss reinfließt oder ein Bach reinfließt oder was, da kannst du angeln, da kommen die Fische und die warten schon, dass Nahrung rauskommt. Ja, im alten Rom hieß es immer Brot und Spiele. Ja. Sehnsucht nach Rosenduft, nach Speise, nach guter Speise, nach gesunder Speise. Menschen suchen Antworten, sie suchen Lösungen, sie suchen Lebenshilfe. Ja, und Jesus hat einmal seinen Jüngern gesagt, als er da 3 Tage hintereinander nonstop gepredigt hat, gebt ihr ihnen zu essen. Wir haben einen Auftrag und heute habe ich einen Auftrag, euch heute eine gute Speise zu servieren, ja, als Diener Gottes. Speise für die Hungrigen, ja, für den geistlichen Hunger. Es gibt nicht nur den natürlichen Hunger, es gibt auch einen geistlichen Hunger. Sehnsucht, ja, nach irgendwas. Irgendwas hast du Sehnsucht. Die wahre Nahrung für die Seele, was ist das? Ja, die Fülle, der Reichtum Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Wir essen Lebensmittel und sie sollen uns ja, gesund halten, aber diese Lebensmittel, die du heute isst, ist alles nur gepanschtes Zeug, in aller Liebe. Ich esse ja, cooles Gemüse und schnipsle selber lieber ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer drauf und dann mache ich weiter. Aber du kriegst heute kein gesundes Essen mehr. Da ist so viel Phosphor drin, da ist so viel, was weiß ich, vieles andere mit drin. Ja, wir essen nicht nur durch den Mund, aber wir essen auch durch die Augen. Ja, da wird serviert, man isst ja mit den Augen und mit den Ohren. Ja, auch da isst man, ja, auch mit den Ohren. Jesus hat einmal gesagt zum Teufel, und der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Ja, Essen und Trinken ist weitaus mehr als nur Ernährung. Es ist Lust, es ist Spaß, es ist Freude, dass man Geschmack hat. Ja, da läuft einem Saft im Mund zusammen. Man hat Freude am Leben. Ja, und Essen ist ein Ritual, dass man isst. Ja, Essen ist ein Genuss. Genuss beim Sehen, wie schön das serviert wird. In einem guten Hotel, wenn du hingehst, da wird es erstmal sauber serviert. Appetit und Sättigung ist so wichtig, dass ich innen drin bin satt, ja, gespeist, gestärkt. Ernährung richtet den Blick auf die Versorgung des Körpers. Gutes Essen hält Leib und Seele gesund. Gutes, gesundes Essen. Und ich ermutige euch, isst gesund. Isst nicht gepanschtes, so aus den Regalen. Da ist ja so viel, ja, muss nur mit Wasser anmachen und dann ist schon passiert. Aber da ist so viel, was weiß ich, Stärke und Salz und Zucker und wir wundern uns, dass uns nicht besser geht. Wir essen so falsche Mittel.
Ich will hier nicht gegen falsche Ernährung wettern, aber ich will das einfach sagen, wir müssen gesund leben. Der Teufel hat abgesehen auf unsere Gesundheit. Vor Jahren entstand ein Buch, Der Tanz mit dem Teufel, ja, und von hier einem Verfasser. Ja, der Teufel bringt die Menschen nicht kaputt und bringt nicht fertig durch Sünde und durch all diese Dinge, sondern versucht durch falsche Ernährung kaputt zu machen. Und die meisten Leute sind kaputt durch falsche Ernährung. Glaubt mir, was ihr wollt. Ja, durch falsche Ernährung. Gut essen in diesem Sinne heißt vielseitig, ausgewogen essen, nicht nur einseitig. Ja, und das hält Körper und Seele gesund, gibt dem Körper notwendige Energien. Es ist so wichtig, dass wir gesunde Lebensmittel finden in unserer Umgebung, verstehst? Lieber einen Apfel am Tag, das hält den Doktor und das hält so vieles von dir weg. Ja. Im Körper passieren so viele biochemische Vorgänge. Der Körper weiß selber, was gut ist und was nicht gut ist und sucht sich das Beste raus. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Energie haben. So viele Menschen haben keine Energie, keine Kraft, weil sie sich falsch ernähren, was auch immer ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns gesund ernähren. Das versuche ich ständig meinen Kindern beizubringen. Damals, verstehst du, ja, die wollten nur naschen, nur Süßigkeiten. Aber was ist es? Verstehst du, die Zähne fallen nachher aus vor lauter Süßigkeiten. Der innere Mensch braucht Speise. Ja. Die Seele braucht Speise. Die einseitige, unausgewogene und mangelhafte Versorgung mit Nährstoffen kann die Körperprozesse stören. Und wir wundern uns, warum sind wir so krank? Wir essen nicht Gesundheit, wir nehmen Krankheit in uns auf, verstehst du? Der innere Mensch braucht Speise. Bei einer gesunden Ernährung ist das Verhältnis von Angebot, Bedarf an Energie und Nährstoffen ausgewogen. Und wir sollen, meine Mutter hat immer gesagt, wir sollen immer aufhören zu essen, wenn es schmeckt. Ja, wenn es anfängt zu schmecken, noch mehr, verstehst du? Nein. Hier, das reicht, was der Körper braucht. Wahre Nahrung, gesunde Nahrung ist wichtig. Die Seele hat Hunger. Und deshalb ist schön, dass du das Wort Gottes hörst. Wort Gottes ist Speise für die Seele. Und ich möchte nicht nur am Tisch servieren. Das kannst du heute Nachmittag auf dem Restaurant irgendwo oder in irgendwelche Dönerbude versorgen. Verstehst du? Aber nein, ich will, dass du Seele hast. Und die Seele hat Verlangen. Der Geist hat Durst nach frischem Wasser. Und in der Bibel heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Aber wenn du heute anschaust, den Leuten fehlt alles vorne und hinten. Die Seele strebt immer nach einem positiven, aktiven, dynamischen Prinzip. Ich will leben. Ja, leben. Früher, die alten Leute noch, bis vor 100 Jahren gab es gesunde Ernährung. Bloß jetzt durch die ganze Nahrungsindustrie ist so viel kaputt gemacht worden. Wenn du dich gesund ernähren willst, brauchst du eine doppelte Portion. Zuerst mal was für den Körper, aber dann auch etwas für die Seele. Im Schwabenland sagt man etwas für die Seele. Etwas für die Seele, ja. Ja, du brauchst etwas für die Seele. In der Seele ist ein Hunger, Verlangen. Die Seele durstet nach mehr. Die Seele durstet nach dem Übernatürlichen. Ja, nach der Erkenntnis, nach der Offenbarung, nach der Führung Gottes. Was auch immer ist. Dein Wille geschehe in meinem Leben. Ja. Der Geist und die Seele dursten nach den Ursprüngen, nach den Hintergründen, nach der Wahrheit. Ja, die Seele hat Verlangen nach der Gegenwart Gottes, nach Reinheit, nach Liebe. Hier Sehnsucht nach Freundlichkeit, nach Frieden. Das ist, was der Mensch hat. Nicht nur Rosen und Schnuppern. Nein, er braucht was für die Seele, dass die Seele erquickt wird. Das Herz ernährt sich von guten Gefühlen. Der Verstand ernährt sich von guten Gedanken. Ja, ich möchte dir heute ein paar gute Gedanken mit auf den Weg geben zum Nachdenken, so einen Knochen zum Kauen. Ja, in aller Liebe, dass du das so richtig verarbeitest. Die Seele strebt nach dem Geist, ernährt sich vom Feuer des Geistes, was von Gott kommt. Ja, war das wirklich vom Heiligen Geist? Bekommt sie das nicht, was die Seele will, verkümmert sie, verhungert sie und dann wunderst dich, dass du so ausgemergelt bist. Der Körper ist der Übersetzer der Seele ins Sichtbare. Du siehst gleich, ob einer sich gut ernährt oder nicht. Verstehst du? Du siehst gleich. Und daher, so viele Krankheiten kommen von der falschen Ernährung. In aller Liebe, ich bin kein
Doktor, bin zwar Doktor, aber ich kein Mediziner, nur Theologie für die Göttlichkeit, ja. Und dafür bin ich ein Doktor, hab meinen Doktor. Ja, Jesus sagt, ich habe eine Speise. Und weißt du, was die Speise Jesu war? Nicht Fisch essen, sondern den Willen des Vaters zu tun. Das ist seine Speise gewesen, den Willen seines himmlischen Vaters zu tun. Die Jünger, ja, die waren für die Ernährung zuständig. Die sitzen schon 3 Tage lang hier beim Heiland und hören seine Nonstop-Predigt. Und dann sagt er, gebt ihr ihnen zu essen, schickt sie nicht hungrig weg, was das auch alles ist. Versteht, aus 5 Brötchen und 2 Fischlein, das sind Tausende satt geworden. In Lukas Kapitel 9, Vers 12 und folgende Verse lese ich, aber der Tag fing an, sich zu neigen, und da traten die 12 zu ihnen und sprachen, lass das Volk gehen, dass sie in die Dörfer gehen, in die nächste Bäckerei oder was weiß ich, zum nächsten Bauernhof oder Bauernladen ringsherum und Essen kaufen und finden, denn wir sind hier in der Wüste. Er aber sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Ja. Und ich muss jetzt, ich stehe hier vorne und ich bin der Kellner, muss servieren. Ja. Und sie sprachen, wir haben nichts mehr als nur 5 Brote und 2 Fische, es sei denn, dass wir hingehen und sollen für die Leute Essen kaufen. So Suppenküche aufmachen, habe ich mal gemacht, in Süddeutschland, Suppenküche. Matthäus Kapitel 14, Vers 16, da heißt es, aber Jesus sprach ihnen, es ist nicht nötig, dass sie fortgehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Wie macht man das? Wie macht man als Prediger, als Kind Gottes, als Pastor, als Apostel, als Evangelist und was weiß ich noch was, wie gibt man den Leuten was zu essen? Merkwürdiger Auftrag ist es, gebt ihr ihnen zu essen. Da sind die 12 Apostel schon überfordert, zu viel verlangt. Jesus sagt, ich schicke niemand hungrig weg. Wenn du beim Heiland gewesen bist, hast frische Gefühle. Du bist wie neu geboren. Ja, du kannst aufstehen, hast neue Gedanken. Deine Seele jubelt, Lob und Dank preist dem Herrn, kannst Gott danken. Ja, und dann geht es dir auch körperlich gut. Dir geht es, wie es deiner Seele geht. Geht es deiner Seele miserabel, geht es auch deinem Körper miserabel. Brauchst gar nicht weiterdenken. Es gibt Speise, die muss man nur richtig verteilen. Etwas für die Seele, etwas für den Geist, etwas für den Körper und etwas für die Gefühle. Im Vater unser beten wir, unser täglich Brot gib uns heute. Hast du schon heute Morgen gebetet? Vater, gib mir das tägliche Brot, das ich brauche für heute. Und jeden Tag brauchst du frisches Brot. Kannst nicht so vertrockneten Kanten irgendwie essen. Ja. Gott ernährt uns richtig und nicht einseitig. Zur wahren Ernährung gehört auch das Bittere. Ja, und genau aus den Nahrungsmitteln ist das Bittere entzogen. Ich mache jeden Morgen 42 Bitterkräuter, verstehst du, was nicht in der Nahrung drin ist, das rühre ich an und trinke ich. Ja, Bitterkräuter. Und jeder Mensch braucht Bitterkräuter, auch zum Opfer. Früher damals, wenn das Opfer geopfert wurde, da gehört nicht nur ein bisschen Salz, sondern auch Bitterkräuter. Aber wo sind heute die ganzen Bitterkräuter? Ja, aus Toastbrot, da ist gar nicht drin. Das ist nur alles Plastik. Und wir wundern uns, dass wir nicht satt werden. Aus Plastik wirst du nicht satt werden. Du brauchst Bitterkräuter. Ja? Auch zum Leben gehören die Bitterkräuter. Das, was einem nicht schmeckt. Wir haben beim Billy Smith hier eine Evangelisation gehabt. Und da kam eine korpulente Frau. Und Billy fragt, was möchten Sie haben, was fehlt Ihnen? Dann sagt sie, ich möchte abnehmen. Und dann hat Billy gesagt, frag den Herrn Jesus, was du essen sollst. Ja, ist so wichtig. Du sollst Gott fragen, was du essen sollst. Und ich frage jeden Tag, was ich essen soll. Ja, nicht alles, was angeboten wird, was schön aufgemacht ist, verstehst du? Nein, was soll ich heute essen? Und er war ein bisschen länger da und dann, am Schluss hat er immer so eine Gewohnheit gehabt, da stellen sie alle nochmals an zum Gebet. Und da ist diese korpulente Frau wieder vorne und dann sagt, was wünschen Sie sich, was brauchen Sie, was ist Ihr Gebetsanliegen? Ich möchte abnehmen. Dann hat er gesagt, ja, hast nicht den lieben Gott gefragt, der hat sich gut gemerkt, der hat sich die Leute gut gemerkt. Hast nicht gefragt, was du essen solltest. Ja, habe ich gefragt, aber das schmeckt mir nicht. Das schmeckt mir nicht, ja. Ja. Und vielleicht ist genau das, was du essen solltest, was dir gar nicht schmeckt, in aller Liebe, gib uns unser tägliches Brot heute.
Zur wahren Ernährung gehört auch das Bittere dazu. Ja, nicht alles, was vom Ochsen essbar ist oder vom Schwein essbar ist, ist auch essbar für dich. Ja, du kannst vom Ochsen das Fell nicht essen, die Knochen, die musst du stehen lassen. Zum Spörtchen, einem englischen Prediger, da kommt ein junger Mann und fragt: Pastor, was machen Sie, wenn Sie schwierige Stellen finden in der Bibel, wo Sie nicht verstehen? Dann sagt er: Und Bruder, was machst du, wenn du Fisch isst mit den Gräten? Ich lasse stehen. Ja, und genau so ist es. Es gibt Bibelstellen, die du nicht verstehst, lass es stehen. Du musst nicht alles verstehen und alles schlucken. Das ist nicht alles für deinen Körper. Die Knochen, bestimmte Organe sind nicht essbar und die würden dich ekeln vielleicht. Essbar wären das schon, verstehst du so. Aber es ist nicht von Gott vorgesehen. Was ist starke Speise? Und ich spreche heute über die Speise. Himmlische Speise ist meine Botschaft. Ja. Das, was Gott dir zuteilt für den Tag, gib uns unsere Speise täglich. Jeden Tag was anderes. Aber das schmeckt mir nicht. Ja, in aller Liebe. Ja, das schmeckt mir nicht. Mir schmeckt es auch manchmal manches nicht. Ja. Meine Kinder, als meine Frau denen das Essen servierte, hat angefangen Spinat zu servieren. Und da wurde alles verkleckert, verstehst du, die wollten das nicht. Die wollten ihren Pudding haben und was auch immer ist, aber nicht Spinat. Aber gerade Spinat, da ist so, sind so viele Nährstoffe drin. Du musst dich nur, ja, wenn du die himmlische Speise haben möchtest, du musst das tun, was Gott sagt. Ja. Und hier beim Heiland, als er die 5000 gespeist hat, hat er gesagt, setzt die Leute 50-50 so ein Quadrat, ja, damit man schnell verteilen kann, die Speise. Ja. Und wir müssen uns mal hinsetzen und uns Zeit nehmen zum Essen. Die meisten Leute nehmen sich keine Zeit zu essen. Dann sehe ich, ja, da kaufen sie sich unterwegs und essen sie unterwegs. Ja, das ist nichts. Zum Essen brauchst du Zeit und Ruhe und Frieden. Hinsetzen. Und nicht nur vor dem Fernseher oder irgendwas anderes. Ja, nimm die Zeit und nicht das Leben. Ja, Zeit. Wenn jemand seine Erfahrungen weitergibt, seine Erkenntnisse und so weiter, ja, tu das. Und das mache ich hier. Ich gebe dir das Wort Gottes weiter und da brauchst du Zeit. Ich habe eine liebe Schwester, die hört meine Predigten im Internet, ist Krankenschwester. Und dann hat sie mal mir geschrieben: Bruder Matutis, du wirst nicht glauben, ich höre die Predigten in der Badewanne. Manchmal schlafe ich sogar ein. Ja, entspannt. Du kannst Gottes Wort erst richtig verstehen, wenn du entspannt bist, ruhig bist, gelassen bist. Keine dummen Gedanken im Kopf, nicht abgelenkt wirst. Ja, hör die Predigten. 4-mal in der Woche predige ich. Und ich habe über 1000 Predigten im Internet und jeder kann sie abrufen und das ist kostenlos. Sie verlangen kein Geld, aber eine Spende darfst du uns ruhig schicken. Da werde ich nicht abgeneigt sein. Jesus sagt, es wird euch gegeben werden und Gott gibt uns genau das Richtige im richtigen Augenblick. Und das ist der liebe Gott, das Richtige im richtigen Augenblick. Wer sich trotzdem stiehlt und holt und klaut, was ihm nicht zusteht, dem tut es nicht gut. Ja, ist das, was Gott dir gibt. Es gibt so viele Zechpreller. Weißt du, was es ist? Die essen, dann hauen sie gleich ab, bezahlen es nicht. In Paris ist mir passiert, wir sitzen draußen so in einem Restaurant und dann kommen Leute vorbei, ja, arme Leute und was weiß ich, oder Penner, in aller Liebe, die klauen das Essen vom Tisch. Und dann kommt die Bedienung vom Restaurant und sagt, komm, machen Sie nichts. Das passiert bei uns hier so oft. Es sind so viele Leute nehmen sich, verstehst du, und dann essen sie im Gehen unterwegs. Ja. Und bezahlen nicht, wollen nicht bezahlen. Ist das so wichtig? Weißt du, du kannst von mir denken, was du willst. Wenn ich in einem Restaurant esse, ich habe gelernt, auch da dem Kellner den Zehnten zu geben. Ja, der Zehnte. Rechne mal aus, wie hoch die Rechnung ist und dann gebe ich dem Kellner den Zehnten. Denn dann bedient er mich das nächste Mal besser. Ja, ist großzügig. Und, oder manche leben sogar auf Kosten anderer. Ja, chronischer Mangel. So, bei so vielen Leuten, verstehst du, was du nur zusammengeklaut hast, verstehst und denkst das und dies. Du solltest suchen, was ist eine gesunde Speise. So viele Leute investieren so viel in Zeit in der Karriere und ihre Entwicklung und so weiter, führen einen ungesunden Lebensstil und wundern sich, ich bin so krank. Ich wundere nicht. Ja, für mich ist normal, wenn du nicht gesund lebst, dass du krank bist und dass du am Schluss krepierst. Ja,
und dass die Ärzte nicht zurechtkommen damit. In meiner Bibel heißt, Gott deckt uns den Tisch, Psalm 23, im Angesicht unserer Feinde, ja, unserer Schwierigkeiten, Probleme. Gott deckt uns den Tisch. Gott deckt uns den Tisch in der Wüste, auch hier. Der Herr Jesus predigt in der Wüste, es ist nicht nötig, dass ihr die Leute wegschickt. Gebt ihr ihnen zu essen. Gott versorgt uns übernatürlich, Geschwister. Und das ist so wichtig, dass wir übernatürlich versorgt werden. Mit Liebe, mit Freundlichkeit, mit Rosenduft. Halleluja. Ja, mit Rosenduft. Das macht dich glücklich. Gott hat zu Elia gesagt, ja, geh und verbirg dich am Bach Krit. Ich habe da selbst den Raben geboten, dich zu versorgen. Du glaubst gar nicht, wie Gott die Leute versorgt. Ja, aber das essen wir nicht. Verstehst? Was glaubst du, was das Gefräß von den Raben ist? Kadaver. Ja, und ich will dich von Raben versorgen lassen. Das nächste Mal nach 18 Monaten geh zu der Witwe nach Sarepta und ich will dich da selbst von der Witwe versorgen. Ja, das bisschen Mehl, was sie hat und das bisschen Öl und ich will dich da selbst versorgen. Weißt du, Gott will dich versorgen, wo du bist. Hier, im Heim, wo auch immer, er will dich versorgen. Am Tisch Gottes sind nur reine, saubere Speisen, auch wenn es Kadaver ist. Frisches Kadaver, verstehst du, frisches Fleisch von einem Tier, das gerissen worden ist. Und so viele Leute kapieren nicht, was soll ich essen? Ja, stehen sie da, das schmeckt mir nicht. In der Bibel haben wir die Geschichte von vier Jungs. Da ist Daniel und diese drei hebräischen Jungs in der Gefangenschaft in Babylon. Und sie sind in der Schule des Königs, sollen herangebildet werden. Und dann kriegen sie die leckersten Speisen. Und die leckersten Speisen sind nicht gute Speisen, in aller Liebe. Dann gehen sie zu dem Koch und sagen, hört mal, wir möchten die nächste Zeit 10 Tage, nur probeweise, 10 Tage mal, dass wir Wasser und Gemüse essen. Wasser und Gemüse. Und das wird dem König gemeldet, ja, wenn die das wollen, lass es. Uns ist mal passiert, meine Frau hat eine Arthrose gehabt und sollte operiert werden oder geschabt werden. Und wir haben so viele Gedanken gemacht und wir haben gesagt, operieren ist nicht das Richtige. Und dann lesen wir in der fortlaufenden Bibellese, lesen wir, diese Art fährt nicht aus, als durch Beten und Fasten. Und dann haben wir gedacht, vielleicht ist es angesagt, dass wir unsere Ernährung umstellen. Und wir haben unsere Ernährung umgestellt. Und nach 7, 8 Wochen geht sie wieder zum Arzt. Dann sagt der Doktor, Frau Matutis, was haben Sie getan? Gar nichts. Wir wussten gar nicht, wir haben gar nicht gemerkt, dass Sie was getan haben. Ja, wir haben nur unsere Ernährung umgestellt. Ja, und dann sagt der Arzt, das hätte ich Ihnen aussagen können. Aber die meisten Leute machen das nicht. Die meisten Leute machen das nicht. Die Ernährung umstellen. Ja, dass sie verzichten, vom Königstisch zu essen, diese leckeren Speisen. Das mundet nicht so, verstehst du? Ja, das mundet nicht. Aber dann nach 10 Tagen waren sie gesünder und schöner und klüger. Diese vier Jungs. Willst du auch 10-mal klüger, gesünder und schöner sein? Ja, dann tu was für deine Gesundheit. Sauf nicht alles, friss nicht alles. Lösch nicht deinen Durst mit allen möglichen Wässerchen. Verstehst du, was die Leute heute trinken, ist alles Gift. Bitte, die Nahrungsindustrie kann mich steinigen, wenn sie will. Ja, ich habe schon genug Prozesse in meinem Leben gehabt, wo diesen Leuten, wo ich da denen widersprochen habe. Ja, ja. Da ist überall Zucker drin, Süßigkeiten und selbst wenn Süßstoff drin ist, in aller Liebe. So viele rennen hungrig rum, von Konferenz zu Konferenz. Sie fahren für ein Stück Brot um die halbe Welt. Ja. In einer toten Gemeinde sind schon viele verloren gegangen. In einer toten Gemeinde haben schon Schiffbruch erlitten. Ja, bei den Atheisten wirst du das nicht erleiden, aber in so einer toten Gemeinde, da wird alles Mögliche erzählt. Nichts Gescheites. In einer toten Gemeinde sind mehr Menschen enttäuscht worden, bestohlen worden. Ich predige vor 30 Jahren hier auf dem Breitscheidplatz. Da kommt eine Frau zu mir und sagt, Herr Matutis, ich mag Gott, ich liebe Gott und ich bin für Gott. Aber das Bodenpersonal, ich bin gemeindegeschädigt. Und wie viele Menschen sind gemeindegeschädigt? Durch was auch immer. Durch geistlose Predigten sind ausgeraubt und mir heilgebracht worden. Haben ihre Unschuld verloren, sind so Heuchler geworden. Ja, ich bin gemeindegeschädigt.
Deshalb unser tägliches Brot gib uns heute. Das Brot ist teuer. Ja, nicht nur da irgendwie was vom Bäcker, auch in dem Brot. Wenn ich dir da sagen würde, was im Brot drin ist, in diese Brötchen, was du sonntagmorgens kaufst beim Bäcker, da sind, ja, was weiß ich, Sachen. Studier mal selber lieber, google mal selber ein bisschen und werde selber, mach dich selber schlau. Und dann wird dir der Appetit vergehen. Da wirst du kein Brot mehr essen vom Bäcker. Ja, jetzt kann der Bäcker mir auf mich böse werden. Ja, und du wunderst dich, dass du krank geworden bist, verzweifelt. Ja, wundere dich nicht. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes, das durch seinen Mund geht. Weißt du, der liebe Gott will dir vorkauen, so wie die Vögelchen. Ja, da kaut die Mutter das vor und schiebt ihn in den Schnabel. Und das will der liebe Gott auch bei dir machen. Jesus sagt, meinst du des Menschen Sohn, wenn er wiederkommt, dass er Glauben findet? Wir sind in so einer geistlosen, glaubenslosen Welt mittendrin. Weiß ich gar nicht, was du bist. Ich bin manchmal beim Einkaufen, dann stehe ich da und sage, lieber Gott, was soll ich einkaufen? Was ist essbar? Ja, was ist essbar? Vielleicht ein Kohlkopf? Ja, vielleicht. Ja, in einer toten Gemeinde, da wirst du nicht weit kommen. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das Gott vorgekaut hat, das durch die Predigt verkündigt worden ist. Der Glaube kommt aus der Predigt, in aller Liebe. Die Frage ist, hat Gott gesprochen? Hat er geredet? Ja. Hast du das Ohr bei Gottes Mund? Ja. So viele leben nur vom Logos. Es steht in der Bibel geschrieben. Ja. Aber du brauchst nicht Logos, du brauchst Rema. Das von Gott inspirierte Wort im richtigen Augenblick für die richtige Situation. Rema, nicht nur Logos. Puh, dann wird niemand fett, niemand gesund, niemand stark. Rema, von Gott inspiriertes Wort. Ich habe diese Tage euch erzählt. Weißt du, die meisten möchten, dass du hörst, ach liebe Gotteskinder, der Herr ist so gut, so freundlich und gnädig. Ich habe in Heilbronn einen Geschäftsmann gehabt, von den christlichen Geschäftsleuten, der war bei mir in der Gemeinde, Malermeister, der sagt, Pastor, darf ich ein Gespräch mit Ihnen haben? Ich habe ein Problem. Und habe ich gesagt, aber lass uns zuerst mal beten, bevor wir anfangen. Und beim Gebet, als ich anfange, mit dem zu beten, kriege ich eine Prophetie, ein Gotteswort, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gekriegt, was ich da gekriegt habe. Du wirst leichter vom Blitz getroffen, als dass du 6 richtige im Lotto hast. Und weißt du, was er gemacht hat? Der ist auf der Spielbank gewesen, hat das ganze Geld, sein Vermögen verspielt. Dann stand ganz groß in der Heilbronner Stimme dieser fromme Malermeister da aus Flein, oder ja, also bei Heilbronn, Nachbarort. Ja, der hat alles verspielt. Nur, ja, und der ist gleich aufgestanden und gegangen. Der wollte kein Gespräch mehr mit mir haben. Ja, bittere Kräuter, bittere Kräuter. Du brauchst Rema. Gott will nicht nur, dass wir ihn zelebrieren, den Gottesdienst, Halleluja, Rosenduft verwehen, Blumen verblühen, alles mögliche. Nein, du solltest aufhören, Gottesdienst zu zelebrieren. Einfach das nehmen, was Gott dir gibt, auch die Bitterkräuter schlucken. Der Junge brachte seine Brote zu Jesus, übergab Jesus und Jesus speiste damit 1000. Alles, was durch die Hände Jesu geht, das ist gesegnet. Tausende werden satt. Nur durch das gesegnete Brot wird man satt. Ja? Niemand wird satt, verstehst du, wenn er da irgendwas isst. Ich habe Georg Poppe hier gehabt, einen bulgarischen Prediger, der in der Nazizeit an der Friedrichstraße seine Gemeinde hatte, am Checkpoint Charlie in der Nähe. Und der hat erzählt, weißt du, der hat gepredigt und in der Kriegszeit, da kamen so viele Leute aus der Nachbarschaft, aus der ja, und seine Frau aus Neukölln, die haben dort gewohnt. Und ich sagte, guck mal, ihr könnt heute zum Essen kommen zu uns. Dann sagt er, liebe Schwester, denkst du nicht, wir haben ja nichts mehr zu essen. Wir haben nur noch ein Kantenbrot. Nur ein Kantenbrot. Aber trotzdem, die Gerda, die hat es eingeladen und die gehen zum Popov zum Essen. Und die haben dann ein Kantenbrot genommen, gesegnet, abgeschnitten, die sind alle satt geworden und da blieb immer noch ein Kanten übrig. Und das ist so segnet Gott. So segnet Gott, da bleibt immer noch was übrig.
der Herr Jesus, ja, segnet. Und diese, die haben sich gewundert, wie ist das nur möglich? Ja, gute, starke, sättigende Speise gibt Kraft für den Körper und es bleibt immer noch was übrig. Es bleibt immer noch was übrig. Dagegen beim Sauerteig der Pharisäer, da geht gleich alles auf, verstehst du? Es bläht alles, Sauerteig der Pharisäer. Aber dieses Brot, gesegnete Brot, das stärkt, bläht nicht auf. Da ist nicht so viel Frommes dabei, aufgeblasenes. Es sättigt, du bist satt. Der kleine Junge hat diese Speise, diese fünf Brötchen dem Herrn Jesus gegeben. Er hatte keine Ahnung, was er in sich trug, was es alles war, was die Mutti mitgegeben hatte. Weißt du, die Bibel ist voll vom Essen, was man essen sollte. Ein Drittel der Bibel ist Ernährung in aller Liebe. Ich bin kein Adventist, nein, aber ich versuche es weiterzugeben. Die Bibel ist ein Drittel Ernährung, ein Drittel Gottes Wort, ein Drittel Beten, Glauben, Ermutigung, ja, und ein Drittel ist Essen. Und die Kinder Israel in der Wüste haben Manna gegessen, himmlische Speise, Engelspeise. Manna, was ist das? Ja, das waren Schildläuse. Ja, das war Manna. Wenn das wüsstest, was wir gegessen haben. Das Manna ist ein Ausscheidungssekret der Schildläuse, eine weißliche, zuckerreiche Flüssigkeit in kristallener Form, so wie Honigtau. Manna, ja. Und das Manna konntest du kochen, konntest du braten, konntest du pur essen, wie auch immer. Schildläuse saugen an den wachsenden Tamarisken, eine Pflanzenart in der Wüste, und dann verdichten sie ihren Saft. Und das gibt es sogar noch heute. Das muss nicht warten, durch die Wüste gehen. Verstehst du, und sagen, damals war das Wunder? Nein, das war selbstverständlich, was die Kinder Israel damals in der Wüste gegessen haben. Ja, und das hat Gott gegeben. Ja, bis heute finden die Beduinen noch Manna in der Wüste. Würdest du Schildläuse essen? Ja, oder Sekret von Schildläusen. Eine Verwandte von mir ist Doktor, Professor, was weiß ich, was hier alles ist, in Weihingen, bei Stuttgart. Also sie studiert Ernährung, hat mehrere Patente und sie arbeitet für die Weltraumfahrt, für die NASA. Hat sie diese Patente entwickelt. Und weißt du, was sie macht? Aus Scheiße macht sie Nahrung, ja, für die Astronauten oben. Ja, und die essen, und die wissen gar nicht, was das ist, aber sie wandelt es um, ja, durch Beilagen, durch dies und jenes. Ja, hier das Sekret von den Schildläusen. Und dann sagt sie, weißt du, das ist viel besser, als was die Nahrungsindustrie produzieren kann. Ja, aus dem Kot. Der Astronauten, das, was andere entsorgen, das macht sie Speise. Verstehst du? Ja, aber so ist es. Aber so ist es. Das macht sie Speise. Johannes der Täufer aß in der Wüste Heuschrecken und wilden Honig. Ja, das ist Manna. Wilden Honig. Heuschrecken. Die Junglarven der Schildläuse nannten die Israeliten Himmelsbrot. 2. Mose Kapitel 16, Vers 14, kannst nachlesen. Feiniges, knuspriges, feinreifes, ja, Koriandersamen, das schmeckt. Im Neuen Testament bezeichnet sich Jesus sogar als das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Und wer von diesem Brot isst, der wird nicht sterben. Ja? Abendmahl, wir werden nächsten Sonntag Abendmahl, glaube ich, nächsten Sonntag, nein, ja doch, nächsten Sonntag Abendmahl haben. Ja, und wir werden, Abendmahl ist etwas ganz Wichtiges, Speise für die Seele, für den Körper. Das nehme ich auf. Es ist nicht nur, wie fromme Leute manchmal, die gehen zum Abendmahl und eine Schluckimpfung. Nein, das ist Speise, selbst wenn es nur ein Krümel ist. Speise für die Seele, und du brauchst was für die Seele. Und wir lesen in der Bibel, 1. Korinther 11, viele sind krank, viele sind schon gestorben. Viele sind schon eingeschlafen, weil sie unwürdig zum Abendmahl gehen. Es ist so wichtig, dass wir würdig zum Abendmahl gehen. Womit ernährst du dich? Was ist deine Speise? Jesus sagt, ich tue den Willen des Vaters. Ja, und das ist die Speise. Tust du den Willen des allmächtigen Gottes, was sein Wille ist? Wir haben eine Speise, die Welt kennt es nicht, also
Wenn ich morgens aufstehe, dann frühstücke ich gleich nicht nur aus dem Kühlschrank, sondern, Vater, ich danke dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Lass mich fröhlich sein, lass mich stark sein. Ja. Die Worte, die ich euch rede, sagt Jesus, Johannes Kapitel 6, Vers 63, die sind Geist und Leben. Und genau das brauchst du. Du brauchst Geist und Leben, gesunde Speise. Nee, das schmeckt mir nicht. Ja, so stehst du. In Johannes 6, Vers 67 sagt der Heiland, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird es nicht mehr hungern. Und wenn jemand von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Wir sind nicht nur gesund für Zeit, für diese Zeit des Erdensdaseins, sondern wir sind gesund für die Ewigkeit. Wir werden immer wach und wir werden gestärkt, wir werden aufgerüstet, was auch immer ist. Da ist ein Opa, ein Indianer-Opa, der spielt mit seinem Enkel und erzählt eine Geschichte vom weißen und schwarzen Wolf. Die kämpfen miteinander und dann sagt der Opa, welcher Wolf wird siegen? Der Wolf, den du fütterst. Den Wolf, den du fütterst, die Seele, womit du fütterst, die wird siegen. Und so viele sind unterentwickelt. Erniere dich richtig, nicht nur von religiösen Abfällen oder der Asche. In der Bibel steht, du sollst keine Asche essen, da ist kein Leben, das ist schon alles verbrannt. Ja. Erniere dich nicht von frommen Resten, von alten, abgestandenen, verfaulten Speisen, Datum abgelaufen. Ich habe Leute kennengelernt, ich habe nichts gegen arme Leute, lass es, wir sind alle arm. Aber ich habe was dagegen, Leute, die die anderen wegschmeißen, die Geschäfte im Container werfen und so weiter, die gehen nachts und klauen dort, ja, versorgen sich und müssen, manchmal ist es was Gutes, finden sie, aber das Datum abgelaufen. Gott gibt seinen Leuten frisches Brot, frisches Wasser. Elia ist entmutigt, vielleicht bist du auch heute Morgen entmutigt. Ja, alles kein Wert. Also alles, was du machst, alles so vergänglich, so nichtig. Bist entmutigt und dann sagst du wie dieser Elia, ich bin auch nicht besser wie meine Vorfahren, meine Oma, mein Opa. Ja, ich will sterben. Und dann hebt er dir das jetzt zu und wartet, bis er stirbt. Ja, ich will sterben. Und plötzlich kommt ein Engel und klopft ihm auf die Schulter. Bruder, steh auf. Draußen ist frisches Brot und frisches Wasser. Komm und stärke dich. Ich bin zu faul. Verstehst du? Und der Engel gibt ihm keine Ruhe, zerrt ihn, geh raus, draußen ist frisches Brot und Wasser. Und erst draußen erlebt er vor der Höhle, wo er da war, komm raus aus der Höhle, wo du dich verschanzt hast und sterben möchtest. Ja, und er geht raus und stärkt sich. Und in dieser Kraft geht er 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes. Das ist, besteht alle Prüfungen. Ja, 40 ist die Zahl der Prüfungen und Proben. Ja, draußen ist frisches Wasser und frisches Brot und es riecht. Und du weißt gar nicht, wie frisches Brot schmeckt. Bei uns wurde immer regelmäßig draußen gebacken. Also im Dorf, wir haben so Backofen gehabt und jede Familie hat mal recht gehabt, dort zu backen. Und wenn meine Mutter gebacken hat, hat sie meistens das Brot so aufs Fenster hingelegt zum Trocknen. Aber dieses Brot schmeckt, weißt du, das könnte ich sofort aufessen. Und manchmal alles aufgegessen, verstehst du? Ja. Aber das ist nicht gesund, trotzdem frisches Brot. Aber frisches Brot war draußen für den Elia. Erniere dich richtig, nicht mit Plastik, Chemie und Kunststoff. Erniere dich nicht mit Lügen und Halbwahrheiten. Erniere dich ja, von Fakten, von Tatsachen. Erniere dich mit göttlichen Wahrheiten. Frisches Brot. Ja, heute Morgen bin ich so bald aufgestanden und ich habe eine Predigt gehabt für heute Morgen, aber ich war nicht glücklich, als ich eingeschlafen bin. Habe ich gedacht, nee, zu allgemein. Und dann bin ich aufgestanden und diese Predigt extra gemacht. Ich weiß nicht, warum und wieso. Ja, und Gott hat mir, ich habe das Alte alles gelöscht und einfach das Neue, was Gott mir gegeben hat, einfach weiter aufgearbeitet, was ich jetzt euch predige zum Teil. Ja. Gott will uns mit neuen Offenbarungen bedienen. Gott will uns ja, inspirieren, motivieren. Und ich habe gearbeitet bis heute Morgen, bis die Sonne aufging. Erniere dich nicht mit Irrlehren, mit welchen fragwürdigen Sachen. Erniere dich nicht mit religiösen Stroh. Ja. Erniere dich nicht mit Verdrehungen, mit Abgestandenen, mit Konserven. Ja, mit was auch immer ist.
Lass dich nicht manipulieren. Erniere dich nicht mit dem Fleisch anderer. Ja, das Kannibalismus. Ja, so viele Leute essen, fressen, schlucken in sich rein, was andere für sie gemacht hat. Gott will was extra für dich. Ja, wir haben Richard Wurmbrand, einen Pastor aus Rumänien, der war 14 Jahre im Gefängnis. Bei uns zu Hause, meine Frau hat gekocht. Und dann passiert Folgendes. Dann sagt, liebe Schwester, das Essen ist nicht gut. Und ich sehe meine Kinder schon rutschen unter dem Tisch. Das Essen ist nicht gut. Es ist sehr gut. Es ist sehr gut, ja. Weißt du, und zwar selbstgemachtes Essen. Wir haben mal Besuch gehabt aus Donauwörth. Sie haben sich angemeldet, ganzes Busle, VW-Busle voll. Und wir haben zu Hause nichts anderes gehabt wie Bananen. Und meine Frau hat gebetet und es war Samstagnachmittag, schon die Geschäfte zu. Verstehst du, wie geht es jetzt weiter? Und weißt du, was meine Frau gemacht hat? Sie hat die Bananen gebraten in der Pfanne, gebraten und dann kamen die Leute her und sagten, Schwester, das ist so gut, kannst du uns dieses Rezept geben? Ja, weißt du, Not macht erfinderisch. Not, ja, bringt uns vielleicht in Verlegenheit, aber da bringst du Rezepte zustande, die es gar nicht gibt. Ja, wir haben das nur einmal gemacht, aber weißt du, du sollst nicht drauf ankommen lassen, wir sollten erfinderisch sein. Gott hat so viel uns zubereitet. In Jesaja Kapitel 44, Vers 17 heißt es, ja, ernähre dich richtig, nicht mit Asche. Da verklebt bei dir alles, verstehst du am Schluss. Wer Götzen anbetet, der wird ein Götzendiener. Viele sind nur beschäftigt, sie haben keine Zeit, vernünftig zu essen. Ja, sie haben keine Zeit, für ihre Seele zu sorgen. Ich brauche Seelsorge, Bruder, mach du das. Nein, sorg selber für deine Seele. Ja, jeder hat in sich den Propheten, den Doktor, den, was weiß ich, den Lehrer. Sorge für deine Seele. Und sorg für deine Seele, indem du dich mal hinlegst und den Himmel anguckst. Der Himmel ist schön blau, die Sonne scheint, alle sind glücklich. Ja, und du sollst auch glücklich sein. Wann hast du zum letzten Mal gebammelt? So, deine Seele hängen lassen. Viele sind zu beschäftigt, vernünftig zu essen. Andere sind so faul, sich hinzusetzen. Und der Heilige sagt, 5000 Leute im Quadrat, 50, 50, 50, 50, 50, 50, die müssen sich hinsetzen. Und solange du nicht hinsetzt, wirst du auch nichts kriegen. Manche möchten immer nur wandern, so gehen rauf und runter. Ja. Du brauchst Zeit zum Empfangen, zum Sammeln. Durch stilles Sein wirst du stark. Andere lassen sich nur stressen und zu ihnen kann Gott nicht reden. Ja, diese himmlische Speise, von der ich spreche, du sollst nicht den Kopfhörer aufsetzen, sondern dein Ohr an Gottes Mund. Was hat er gesagt? Was will er haben? Ja. Gott brüllt nicht, er flüstert. Also das habe ich bei Gott erlebt, er brüllt nicht. Nur der Teufel brüllt wie ein Löwe. Das ist aber, der Heiland flüstert nur. Viele leben von dem, was gestern war, vom Abfall, von der Asche. Aber Gott will heute frisches Wasser und frisches Brot dir geben. Gott will dir heute frische, neue Erfahrungen schenken. Geh nach Hause, setz dich hin, erlebe wieder Gott, den alten Gott von früher. Ich bin nach Berlin gekommen, weil ich Midlife-Krisis gehabt habe in Heilbronn. Verstehst, mit 40 kriegt man Midlife-Krisis und habe gekriegt. Weißt du, ich habe alles, was ich wollte, was ich mir gewünscht habe. Ja, und ich hätte bauen sollen, aber das wollte ich nicht. Ich wollte dort in Heilbronn nicht bauen. Und dann hat mir einer ein Fabrikgebäude angeboten, wollte ich auch nicht. Und ich habe gesagt, lieber Gott, ich möchte dich noch einmal so erleben, wie ich früher dich erlebt habe als junger Pastor. Ich musste um jeden Krümel bitten. Lieber Gott, ich brauche das und ich wünsche das. Ich möchte leben. Und ich wollte den alten Gott von früher kennenlernen. Und dann bin ich nach Berlin gekommen und hier durfte ich das machen. Verstehst du, erst bin ich enttäuscht worden. Da kommt ein amerikanischer Bruder. Ja, der Herr ist mit dir. Geh nach Berlin. Gott wird dich segnen. Ja, bin ich gegangen. Ich unterstütze dich. Und dann war eine Krise in Amerika. Und dann kriege ich einen Fax. Bruder, was tut es? Ich kann mein Versprechen nicht halten. Ja, und dann leb mal. Verstehst du, jetzt bist du im Glauben nach Berlin gegangen. Und jetzt, er kann mich nicht unterstützen.
Und ich muss umziehen, bin noch nicht umgezogen, ich wohne immer noch in Heilbronn. Und ein paar Tage, bevor ich in der Gemeinde bekannt mache, dass ich umziehe, da bekehrt sich der größte Möbelhändler, Biersdorfer von Heilbronn, verstehst, bekehrt sich in der Gemeinde. Und ich erzähle dann nachher ein paar Wochen weiter, ich gehe nach Berlin. Bruder Matudis, jetzt bekehre ich mich hier, verstehst du, und jetzt gehen Sie weg, oder Herr Matudis. Und was kann ich für Sie tun? Ich habe gesagt, weiß ich nicht, was können Sie? Dann sagte ich, ich bin der Möbelhändler hier in Berlin, in Heilbronn, und hat mit zwei Sattelschlepper mich umgezogen. Weißt du, da ist, wie Gott einen sorgt, wie Gott einen führt, wie Gott einen leitet. Du erlebst Wunder. Und genau das ist, was ich dir erzählen möchte. Ja, wie Gott speist. Wir kommen hier hin und wir haben hier eine Wohnung gehabt. Dann besucht er mich mal. Nein, zuerst einmal noch diese Wunder, was ich gar nicht wusste, wie man das, was das alles bedeutet. Der hat gesagt, packen Sie das, wie Sie haben möchten, schreiben Sie auf, wo was ist, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, schreiben Sie auf. Und dann hat er gesagt, und die letzte Nacht gehen Sie ins Hotel hier und meine Möbel, Leute kommen, zwei Möbelschreiner oder vier insgesamt waren es dann, und sie haben dann gepackt, die haben hier alles abgebaut und in Berlin aufgebaut, verstehst du? Und so hat Gott gesorgt, dass es, also besser hätte es nicht, gar nicht gehen können, ja? Bin ich hier angekommen, dann kommt er hier nach Berlin und dann wohnen wir wieder am Kreuzberg Hafenplatz. Dann wohnen wir und da war so laut die Wohnung, als er dort war, sagt er, Bruder Matudis, also hier können Sie nicht wohnen. Und dann hat er, obwohl es Mietswohnung war, hat er schalldichte Fenster bezahlt und einbauen lassen. Ja, so ist Gott, verstehst du? Wo man um jedes Stückchen Brot bitten muss und Gott macht besser, als du denkst. Ich habe die Möbel nicht abbauen müssen und auch nicht aufbauen müssen. Wir mussten nur genau anzeichnen, wo was hinkommt. Und so ist Gott. So vieles ist schwerhörig für Gott. Ja, und denken, es muss so nach Schema F gehen. Nein, Gott geht krumme Wege. Gott schreibt auf krumme Linien gerade. Das ist der liebe Gott. Mach Erfahrung mit Gott. Ja, der Glaube kommt aus dem Hören. Und ich will dich nur ermutigen. Vielleicht bist du auch in Midlife-Krise. Und ich wusste gar nicht, dass Männer auch in Midlife-Krise kommen. Ich dachte nur, die Frauen. Ja. Aber ich war selber mit 40, verstehst du? Du hast alles erreicht, was du wolltest. Und jetzt bist du doch nicht glücklich. Hör auf die Stimme Gottes. Nicht nur Logos, sondern auch Rema. Du sollst die Lösung deiner Probleme erleben, wie Gott deine Probleme löst, auf seine Art. Auf seine Art. Du wirst deine Probleme mit deinen Kräften von gestern versuchen anzugehen, auf der Grundlage von gestern, aber das geht nicht. Gott geht immer neue Wege. Du versuchst, mit der Pferdekutsche im Urlaub zu fahren. Ja, ist schön, wie die Hochzeit vielleicht, aber nicht in Urlaub zu fahren. Da nimmst du ein Auto, verstehst du, und braust los, legst den fünften Gang rein. Du lebst heute und nicht gestern. Kein Wunder, dass viele nicht vorwärts kommen und nichts zustande bringen und nichts passiert. Ja, die Welt ist heute total anders, als sie vor 20, 30, 50 Jahren war. Ja, Gottes Wege sind neu. Geh Gottes Wege. Ja, du wirst deine Probleme mit deinen Kräften lösen, nach deiner Grundlage. Aber frag, Herr, wie würdest du das Problem lösen? Ja, ich weiß nicht. Ja. Und das ist gut so, dass du es nicht weißt. Ja, ist gut so. Ja, du brauchst eine frische Speise für den neuen Tag, das Manna, das er dir heute gibt. Und nicht nur Asche, ja, sondern auch bittere Kräuter. 42 Kräuter. Ich wusste gar nicht, dass es so wichtig ist, die bitteren Kräuter. Ich habe mich informiert. Kein Wunder, dass du nicht glücklich bist. Psalm 102, da klagt David: Meine Tage sind wie Rauch verschwunden, verdorrt ist mein Herz. Ich bin wie eine Dohle in der Wüste. Den ganzen Tag schmähen sie mich, meine Feinde. Staub muss ich essen, wie Brot mit Tränen. Mische ich meinen Trank, meine Bitterkräuter. Wer nur Asche isst, der wundert sich, weil seine Seele nicht erquickt wird. Du brauchst Erquickung für deine Seele. Dass du aufschließt und sagst, und jetzt gehe ich los, 40 Tage und 40 Nächte, bis ich den Berg Gottes erreiche, am Thron Gottes bin.
Ja, und so viel, dass du für den Tag brauchst. Ja, das andere macht dir nur Schwierigkeiten, Probleme. Ja, bist gesättigt, hast einen vollen Bauch und bist doch nicht satt. Ja, geh zum McDonald's in aller Liebe, da wirst du nicht satt. Da kannst du gleich ein paar Hamburger essen, verstehst du, und hast immer noch Hunger. Nimm nur so viel, was du brauchst für jeden Tag. Gib unser tägliches Brot heute. Sei nicht so egoistisch. Und damals waren einige von diesen Israeliten egoistisch. Sie haben für die ganze Woche gesammelt und das verschimmelte und verfaulte. Lies es nach. Du sollst nicht für Jahre und Monate oder Wochen sammeln, sondern für jeden Tag extra. Denn jeder Tag hat eine eigene Plage. Jeder Tag. Der Segen liegt in dem Regelmäßigen. Ernähre deine Seele mit lebendiger Nahrung, nicht mit toter Nahrung. Jesus sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der teilt an mir. Deine Seele ist das, womit du nährst. Der Wolf, den du fütterst, der wird siegen. Gott oder Satan, beides ist in deinem Leben drin. Du sagst, nein, ich bin Kind Gottes. Nein, Gott und Satan ist da. Und wenn du Gott in dir fütterst, wird Gott siegen. Und wenn du den Teufel in dir fütterst, wird der Teufel siegen. Seelsorger machen sich Sorgen über die Seele. Ja, aber für deine Seele brauchst du nicht nur ein christliches Profil, du brauchst Speise. Ja, Speise. Du brauchst innere Gesundheit, innere Kraft, eine Perspektive. Deine Seele will den Himmel sehen. Oh, der Herr, deine Herrlichkeit. Ja, es ist so wichtig, das rechte Sehen und das rechte Hören. Du sehnst dich nach Liebe, hier Sehnsucht nach Rosenduft. Ja. Sehnst dich nach Freundlichkeit. Ja, du brauchst eine feste Grundlage. Viele ernähren sich von Fastfood, von Fertignahrung. Da ist nichts drin. Ja, das kann ich schwören. Da liest man den Beipackzettel oder liest man die Beschreibung. Da ist vielleicht nur von der Ware, was du nimmst, nur 1, 2, 3%, nicht mehr. Alles andere ist Zucker, Salz und Phosphor. Und ach, ja, ich gucke manchmal so Sendungen im Fernsehen, da ist ein Koch, verstehst du, der entlarvt die ganzen Fertignahrungsproduzenten. Ja, entlarvt, was sie alles einpacken. Und der Mensch denkt, das ist die Nahrung. Vergiss das, Blödsinn ist das. Eine gesunde Seele braucht eine gesunde Nahrung. Menschen, die sich nicht richtig ernähren, werden körperlich krank. Und ich, seitdem ich lebe und seitdem ich Pastor bin, seitdem ich dieses Wort Gottes verkündige, nicht nur Logos, sondern auch Rhema, ich war nicht krank. Ich muss ehrlich sagen, nicht mal einen Schnupfen habe ich gehabt. Ja. Und ich predige hier schon und du kannst testen, meine Predigten im Internet, ich bin kaum heiser. Ja, und dass ich verschnupft bin. In 50 Jahren war ich nicht krank. Nicht im Krankenhaus, gar nichts, verstehst du? Weil ich mich gesund ernähre, kann trotzdem nicht, selbst wenn du es willst, schaffst du es nicht, aber ich versuche es, gesund mich zu ernähren. Niemand kann ohne Essen und Trinken überleben. Weißt du, noch etwas, was ich sagen wollte. Ganz Anfang, als ich angefangen habe zu predigen, habe ich gefastet und mir ist so groß geworden, dass Beten und Fasten zusammengehört. Ich habe mal 40 Tage gefastet und das hat meine Seele so gut getan. Mein Körper hat sich gereinigt von den ganzen Dämonen, was man im Körper im Laufe der Jahre verschluckt hat. Verstehst du? Ja, hat sich gereinigt. Und du solltest mal beten und fasten, das schadet dir nicht. Also richtig fasten mal. Die Seele ist auf Gott ausgerichtet. Krebs kann nur entstehen, wenn seelische Konflikte da sind und nicht aufgearbeitet sind. Da entstehen. Weil die Seele keine Abwehrkräfte produziert. Ja, unterstütze deinen Körper durch Fasten. Du sagst, Bruder, mal tut es. Was sagst denn du? Ja. Ich faste ja hier in Berlin. Mein Sohn wohnt da hier im Schöneberg und die ziehen um. Und ja, ich habe gedacht, ich kann nur aufpassen auf der Straße, dass nichts geklaut wird, wenn sie das Auto beladen. Und ich bin dorthin gegangen, wollte meinen Kindern helfen, den Umzug. Ja, und die ziehen. Und ich sehe, wie sich die zwei Burschen sich anstrengen, so eine Waschmaschine runterzutragen. Und ich habe gesagt, komm, lass mich anpacken. Ich sage, mein Sohn, Papa, du fastest. Und es war vielleicht schon der 30. Tag, du fastest. Ja,
Ich habe öfters gefastet in meinem Leben. Und du fastest und ich pack an und ich kann die Waschmaschine runtertragen. Und ich habe mich gewundert, wo kommt die Kraft her? Die Kraft kommt nicht vom Essen. Die Kraft kommt auch geistig, verstehst du, durch Beten und Fasten. Ja, da kommt die Kraft her. Die Seele leidet. Ja, dir geht es so, wie es deiner Seele sind, weil die seelischen Konflikte nicht gelöst sind, weil du sie nicht im Griff hast. Ja, da ist dein Immunsystem schwach. Ja, da muss nur eine Fliege vorbeifliegen und schon an dem Gesäusle wirst du krank. Ja, ich fahre nach Indien und ich bin in der Botschaft, erkundige mich, für was, wofür muss ich mich impfen lassen. Und dann vor mir steht so ein alter Herr mit der Glatze und als Geschäftsmann. Und dann sagt er, er war schon 12 Mal in Indien. Und als er das erste Mal fuhr, hat er sich impfen lassen, ihm sind die Haare ausgegangen, was weiß ich, was alles passiert ist. Also er würde sich nicht impfen lassen. Gesund leben, hat er gesagt. Und ich sagte, was muss ich machen? Ich habe gesagt, nehmen Sie Kohletabletten mit, Schnaps, 100%igen Schnaps mit. Ja, und so weiter. Wenn Sie von der Mücke gestochen werden, reiben Sie sich ein und dann funktioniert es. Und so macht er das immer wieder. Und so sind wir 3 Geschwister hier von unserer Gemeinde nach Indien gefahren. Wir haben vorher gefastet auch natürlich. Ja, und dann sind wir dort angekommen. Mein eigener Schwiegersohn fliegt nach Madras, steigt aus dem Flieger raus, wird von einer Mücke gestochen, kriegt ja, eine Krankheit, muss wieder zurückfliegen nach Deutschland. Und wir haben 4 Wochen lang evangelisiert in den Slums. Und da sind Mücken oder über Mücken. Und wir sind nicht gestorben, keine Mücke gestochen. Und wenn wir etwas hatten, sofort eingerieben mit Schnaps. Ja. Und Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen zu einem gesunden Leben. Wenn deiner Seele gut geht, dann hast du Widerstandskraft. Ja, dann brauchst du nicht so viel Medizin und Therapien oder was auch immer ist. Ja, deine Seele. Von innen heraus treibst du alle Dämonen raus. Von innen. Ja, wenn es deiner Seele gut geht, dann brauchst du keine Chemotherapie in aller Liebe. Keine Strahlentherapie oder welche Therapie auch immer. Sind gut. Aber wenn du den Glauben an Gott hast, brauchst du das alles ganz drauf verzichten. Dann entfernen sich die Tumore von selbst, trocknen aus, der Krebs. Ja. Wenn deine inneren Konflikte gelöst werden, wirst du ein anderer Mensch. Ja. Dann hast du Heilungschancen plötzlich. Wenn deine Seele sich richtig ernährt und du ausgeglichen bist, ja, ruhig bist, gelassen bist, dann geht es deiner Seele gut. Dann, ja. Die Seele braucht gesunde Nahrung, Rema. Was sagt der liebe Gott für diese Situation gerade jetzt? Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele? Dann brauchst du dies und jenes nicht mehr. Deine Seele hat Frieden, hat Ruhe. Auch die bitteren Kräuter machen das Übrige. Ja, der Mensch ist ein soziales Wesen. Wenn das einem Menschen fehlt, Gemeinschaft, Gemeinschaft untereinander, miteinander, mit Gott, mit sich selber. Ja. Dann hast du so viel drin in dir, dann brauchst du dieses ganze Psychopharmaka nicht. Ja, eine gute Beziehung ist so wichtig. Gute Beziehung. Die meisten Leute haben keine gute Beziehung untereinander, miteinander, sind gestört. Da brauchst man Ersatz. Ja, da brauchst du Medikamente. In aller Liebe, da brauchst du Ärzte, da brauchst du einen Psychiater. Da erlebst du ja, die Hilfe Gottes, wenn du an Gott dich festhältst und festklammerst. Der Herr Jesus wird dir im richtigen Augenblick das Richtige zeigen, wird dich befreien. Da habe ich einen Bruder aus Tschad, der bringt mir 3 Masken. Ich nehme diese Masken, bedanke mich. Aber ich habe zuerst gesagt, sind sie nicht besprochen? Ich sagte, nein, das hat mein Bruder geschnitzt. Ja, und ich hänge diese Masken auf. Und mein Sohn, er muss durch mein Büro durchgehen und plötzlich fängt er im Bett zu nässen. Habe ich gedacht, das gibt's nicht. Bin ich beim Arzt, der Arzt sagt, ich kann Ihnen nicht helfen. Dann bin ich zum Psychiater gegangen, dann hat der Psychiater gesagt, Herr Matudis, Sie haben Psychologie studiert, Sie müssen es wissen. Ich habe es auch nicht gewusst. Und eines Abends knie ich und bete ich und mache meine Augen auf und sehe diese 3 Masken, die dort oben hängen. Habe ich gesagt, Johannes, du betest Götzen an. Schnell runtergehängt,
in Mülleimer gesteckt, verstehst? Und von dem Tag, da habe ich kein Gebet gebraucht und keine Krankensalbung gebraucht und kein Medikament gebraucht. Mein Sohn hat aufgehört, Betten essen. So einfach geht's. Entferne die Götzen in deiner Wohnung, in deinem Haus und du wirst Wunder Gottes erleben. Da brauchst gar nicht viel beten. Ich bete nicht viel. Ja, der Mensch lebt nicht von jedem Wort, vom Brot, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes geht. Du brauchst richtige, gesunde Speise. Lieber Heiland, wir brauchen himmlische Speise für unsere Seele. Unsere Seele ist so krank, ja, so verletzt, so abgelehnt. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, mein Gott, so schreit meine Seele nach dir. Und Heiland, du gibst das Richtige, die richtige Speise im richtigen Augenblick. Auch jetzt meinen Geschwistern, wo sie auch immer sind. Ja, du gibst das Brot des Lebens und wir möchten von dir noch mehr nehmen, noch mehr, Herr Jesus. Vielleicht habe ich heute noch nicht alles gesagt, aber ich bitte dein Wort, lass laufen, lass dein Wort arbeiten und lass die Menschen gesund werden an Seele, Geist und Leib. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Und wir hören das Lied, danke für die Zeit zum Leben, dass ich leben darf. Das ist deine Zeit, Gottes Zeit und Gott möge uns segnen. Und währenddessen möchten wir unser Morgenopfer aufnehmen. Halleluja. Amen.